Liebe Leser von hardharderheavy.de, ich bin hier heute in Osnabrück bei Kissing Dynamite. Hallo. Grüß dich. Hi Stefan. Neben mir einmal der Hannes und der Andi. Genau. Und ja, Kissing Dynamite haben gerade ihre neue Scheibe raus. Money, Sex and Power. Das ist richtig. Sind heute auf ihrem zweiten Konzert, gestern waren sie in Köln. Und ich nutze die Gelegenheit, mir anzuhören, was sie über ihre neue Scheibe sagen und natürlich auch, was sie von der kommenden Tour erwarten. Hannes, erzähl doch mal, ihr hattet gestern die erste Show, wie ist es gelaufen? Es war, by the way, die zweite Show schon. Also wir hatten den Tourauftakt in Balingen vor 2 Wochen. Das war die erste und isolierte Show, sagen wir mal so. Die zusammenhängende Show, die ging jetzt praktisch seit gestern los. Das war in Köln. Für uns sehr geil. Also volle Bude im Underground. Richtig gute Stimmung, super Crowd, super Performance, hat alles gepasst. Also wir sind mit richtig guten Vibes jetzt hierher nach Osnabrück gefahren und sind mal gespannt, wie die Leute hier so drauf sind. Ihr kommt aus dem Schwabenland. Man sagt ja, die Schwaben können alles, außer Hochdeutsch. Wie ist das mit euch? Jo, das ist natürlich so ein blöder Spruch, würde ich mal sagen, weil wir Schwaben, wir kennen wirklich alles, also auch Hochdeutsch. Aber sonst gibt es auch nichts gegen Schwabenländler einzurichten, weil wir haben das beste Essen, die besten Frauen und die Milch geben. Die besten Kühe. Ganz genau. Hannes hat das, den Satz wunderbar vollendet. Ich nehme an, das liegt an der geografischen Lage. Selbstverständlich, da ist was im Wasser. Da ist was im Wasser. Ja, jetzt mal zu euch. Ihr seid ja eine sehr, sehr junge Band in Anführungsstrichen. Also ich habe mich erschrocken. Ich habe das erste Mal Kissing Dynamite gehört und dachte, wow, geile Scheibe. Da sind ja endlich welche, die Musik machen können. Und da habe ich mal recherchiert. Und ich hatte jetzt altgestandene Rocker erwartet. Aber als ich dann gesehen hatte, dass da, ja, ihr seid alle um die 20, habe ich nachgelesen. Ich denke mal, das stimmt wahrscheinlich. Und da war ich schon sehr überrascht, weil ich nehme eure Musik so wahr, dass ich im Endeffekt alle Elemente da drin finde, also die klassischen Bereiche des Heavy Metals auch betreffen und die Leute auch anspricht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Erfolg, der euch im Moment oder das Kriterium, was euch auch nach vorne pusht. Ja, und man darf da immer nicht vergessen, also wir machen den Spaß schon echt seit über 10 Jahren jetzt. Die erste Band mit dem heute noch bestehenden Grundkern, und zwar mein Bruder, ich und der Bassist Steffen, haben wir gegründet 2002 auf dem Schulhof. Mhm. Also wirklich, uns gibt's schon lange als Band. Wir haben von Beginn an auf Biker-Festivals gespielt, rund 20 bis 30 Shows im Jahr. Also da kannst du dir vorstellen, wie routiniert das bei uns abläuft schon und wie lange wir das machen. Deshalb klingt das wahrscheinlich handwerklich auf dem Niveau von Bands, die man so aus der Szene kennt, oder größere oder ältere Bands vor allem. Ja, was soll ich sagen? Wir geben natürlich immer Vollgas, wollen auf Platte immer die Power bannen, die wir auch bei unseren Live-Gigs ausstrahlen. Das ist bei uns immer eigentlich das Hauptkriterium, weil live gehen wir ab wie eine Kanone, und genau dieses Feeling, das muss live auch auf die, das muss auf die Platte genauso. Und ich finde, das haben wir bei Money, Sex and Power ziemlich gut geschafft, weil das alles dieses Flair von einem richtig geilen Rockkonzert hat. Und das sind alles Sing-Along-Songs, die sofort ins Ohr gehen und hängen bleiben. Also ich würde sagen, die catchyste Platte, die wir bisher geschrieben haben. Stefan, du hattest eingangs erwähnt, dass wir ja alle junge Musiker sind, was ja zutreffend ist. Wir sind jung, wild und geil, und ich denke, Rock ist keine Frage des Alters, zum einen. Und zum anderen haben wir gar nicht so lange Zeit, denn wie du auf der neuen Scheibe Money, Sex and Power vielleicht gehört hast, gibt es einen Song Club 27, und in den... Ja, ja, der ist auch geil. Und in diesem Club werden wir auch kommen. Das heißt, wir haben ja nur noch 6 Jahre. Wir können uns also gar nicht mehr so lange Zeit lassen wie die alten Hasen, um geil zu werden. Deswegen sind wir es einfach jetzt schon. Bei euch ist es ja auch so, so wie ich das vernommen habe, die neue Scheibe hat auch sehr gesellschaftskritische Texte. Falsch. ich korrigiere das mal. Nee, gar nicht.
Das sind solche Reviews, die ich auch lese, aber da merkt man, dass sie nicht besonders tief graben, wenn sie die Texte durchlesen, weil beim Kiss and Dynamite geht es nur um eins, inhaltlich have fun. Und zwar bis zum Tod. Wir haben ja auch zwei Songs, die genau diese Todesthematik eigentlich ganz anders thematisiert, wie man das sonst so kennt von Death Metal Bands oder so, die das ja immer als Mayhem-Höllenszenario schildern und so. Operation Supernova zum Beispiel, der Inspiration durch den Maya-Kalender. 2012 soll ja die Welt untergehen. Und statt dessen, oder statt dass die Menschen dann in ihrem letzten Moment auf der Erde alle in Panik verfallen und laut kreischen, halten sie sich alle an den Händen und machen Party, tanzen in diesem letzten Augenblick. So eine tragische Romantik ist das. Und genau dasselbe mit Six Feet Under. Der Text geht um den Protagonisten, also mich, wie ich praktisch Six Feet Under in meinem Grab liege. Und mir es da unten eigentlich sau gut geht, besser als zu Lebzeiten. Es nervt mich keiner mehr, es ist sau gemütlich, es ist warm, es ist einfach nur schön da unten. Und man erinnert sich zwar so an die guten Zeiten im Leben, aber eigentlich hat man es da unten ganz gut. Und wir wissen es ja nicht, wie was der Tod uns bringt. Vielleicht ist es ja eine coole Sache, wir wissen es nicht. Deshalb nur Spaß haben, carpe diem, das ist das intellektuellste Motto, das Kiss and Dynamite aussendet an der Message und gesellschaftskritisch überhaupt nicht. Also wenn ich an Club 27 oder so denke, falls du deswegen auf dieses gesellschaftskritische anspielst, ist ein Spaßsong. Der entstand auch vor Amys Tod übrigens. Also der Song ist Jim Morrison oder Jimi Hendrix gewidmet und nicht Amy Winehouse. Also Hannes, ich würde Stefan dahingehend recht geben. Also klar, natürlich sind die Songs nicht gesellschaftskritisch, aber sagen wir mal so, die Themen und die Inspiration, das hattest du ja eingangs auch erwähnt, jetzt gerade mit dem Maya-Kalender, Operation Supernova angeht, die Inspiration, die kommen ja schon aus dem alltäglichen Leben irgendwo und aus der Gesellschaft und wir verarbeiten das dann einmal mit einem Augenzwinkern. Aber nicht kritisch, das ist ja der Punkt. Nicht kritisch, genau. Mit einem Augenzwinkern, mit Ironie. Genau, aber so, genau, also so muss man es sehen. Weil ich hätte jetzt gedacht, ihr seid eine junge Band und im Endeffekt fehlt der Szene auch, ja, Musiker, so empfinde ich es, die auch mal richtig nach vorne pushen und die auch dafür leben, die auch mal wieder diese alten Zeiten aufleben lassen. Und ich glaube, ihr verkörpert auch so ein bisschen dieser Stil der 80er, ja, den ihr zum einen kleidungstechnisch auch tragt, diesen Fun, den ihr nach außen hin verkörpert oder auch lebt. Ich würde mal sagen, lebt. Und ich glaube, das ist auch, was die Fans brauchen und auch wollen. Eine Band, die authentisch ist, die sich nicht nur ins Studio setzt, genau, die Musik macht, sondern die mit Leib und Seele dahinter steckt. Genau. Aber eins möchte ich gerade noch anfügen, ihr habt aber keine Todessehnsucht jetzt. Nein, du darfst das nicht falsch verstehen. Wenn ich länger lebe als 27, ist das auch okay. Wir lassen alles mal auf uns zukommen. Wir sind nicht so arg mit Drogen unterwegs, also da braucht man sich keine Sorgen machen. Aber sonst so leben wir den Rock'n'Roll, das Rock'n'Roll-Klischee schon sehr aus. Also das ist für uns kein Schauspiel oder keine Rolle auf der Bühne, das ist für uns wirklich unser Lifestyle. Wir rennen auch so rum im alltäglichen Leben. Ich renne so auf der Straße genauso rum, wie ich jetzt hier mit dir sitze. Und es ist für uns alle eigentlich schon seit frühesten Kindheitsjahren unser Traum gewesen, diese Mucke zu machen und diese Glanzzeit der Popmusik oder Rockmusik zu verkörpern und zelebrieren. Und du hast es angesprochen, Authentizität. Das ist ein gutes Stichwort. Die Leute wollen authentische Bands und wir sind definitiv eine authentische Band. Und ich glaube, das schätzen die Leute auch bei unseren Live-Shows. Sie merken, dass wir Spaß haben auf der Bühne. Das habe ich erst gestern wieder von allen Leuten gehört nach unserer Show in Köln. Sie merken richtig, dass wir vor Leidenschaft sprühen auf der Bühne und diesen Witz auch aufs Publikum übertragen und nicht nur unseren, im Schwabenland sagen wir, unseren Riemen runterspielen. Ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt. Keine Ahnung. Also unseren Job tun und dann ist es für uns gegessen. So ist es nicht. Willst du noch was dazu sagen? Nee, dem ist nichts hinzuzufügen. Ihr habt es ja auf der zweiten Scheibe im Endeffekt schon geschafft, den Udo Dirkschneider zu verpflichten. Der hat ja bei Addicted to Metal hat er mitgesungen. Also wie habt ihr das geschafft? Wie kam das?
Erzählt da doch vielleicht mal gerade was drüber. Ja, lass mich mal überlegen. Jetzt hast du mich gerade auf dem falschen Fuß. Also Udo Dolkschneider, der kam noch damals, das war eine Geschichte, wir waren auf Wacken, haben uns da getroffen. Also wir haben uns schon vorher getroffen, und zwar auf dem Bangerhead. Auf dem Bangerhead, genau. Das war das erste Treffen, als er dann zu uns kam und uns angesprochen hat, wohlbemerkt, weil also wir hätten uns ja nie getraut, irgendwie einen Riesen und einen Dinosaurier wie ihn anzusprechen. Er hat uns angesprochen, hat gesagt, Jungs, ihr seid wild, ihr seid jung, ihr seid geil, ihr macht eine klasse Musik und ich möchte auch euch auf Tour. So, jetzt erzähle ich hier wahrscheinlich den Leuten, die im Musikbusiness sind, nichts Neues, wenn ich sage, dass immer viel Laberababer in dem Business, also viel wird geredet, aber wenig gemacht. Und deswegen haben wir da erstmal so nichts drauf gegeben, klar, hat uns das geehrt. Aber dann kam dann tatsächlich irgendwann Udo Dirkschneiders Management und hat gesagt, Jungs, ihr geht mit auf Tour oder zumindest spielt einige kleine Konzerte mit uns. Und daraus hat sich dann eine Art Freundschaft entwickelt, ich denke, das kann man gut so sagen. Und daraus resultierte dann eben auch das Featuring, das er netterweise für uns gemacht hat. Er war ja damals auch auf unserer Release-Party von Addicted to Metal. Genau. Und also Udo ist sogar mehr als nur ein guter Freund der Band, sondern er ist für uns so eine Art Metal-Opa. Mhm. Weil er hatte uns für uns auch echt schon seit unserem ersten Treffen mit ihm gute Ratschläge parat und hat uns echt sehr geholfen auch. Und das schätzen wir natürlich sehr und er ist immer noch da, wenn wir ihn brauchen, sozusagen. Also wir können ihn jederzeit anrufen und irgendwas loswerden bei ihm oder so. Und ja, Udo war auch ein ausschlaggebender Grund für einen Song auf dem neuen Album Money, Sex and Power. Dinosaurs are still alive, genau. Und zwar, er ist ja so ein alter Rock-Dino, also wenn er das hört. Genau, ja. Nee, ich meine, er ist schon über 40 Jahre jetzt im Business und er hat schon wirklich viel mitgemacht. Und auch Bands wie Black Sabbath neuestens, die ja wieder reunited sind und auf der Bühne stehen, wer hätte das gedacht? Da sieht man wirklich, dass diese Musik so langfristig ist und dass die Bands einfach immer noch existieren. Und das sind genau diese Rock-Dinosaurier. Sie leben immer noch. Und dass wir diesen Song geschrieben haben, haben wir Udo eigentlich zu verdanken, der ja das Featuring gemacht hat. Und wir wollten einfach nur Danke sagen an Udo als einer unserer Helden und natürlich auch noch andere, um zu nennen AC/DC, Guns N' Roses, Motley Crue, except natürlich mit Udo. Also Udo, wenn du das siehst, dann weißt du Bescheid. Udo weiß das vielleicht, ich weiß nicht, aber gestern war sein Sohn, der Sven, bei unserer Show in Köln und ich habe ihm das auch erzählt und gesagt, riecht mal dein Papa aus. Ihr seid eingestiegen in den Charts, Media Control, Platz 50. Die Scheibe ist wesentlich, also ich finde, erwachsener geworden. Womit hängt das zusammen? Ist das auch mit zum einen der Wechsel zu AFM Records, wo ich gehört habe, die euch sehr unterstützen, wo ihr auch sehr, sehr dankbar für seid? Oder ist das wirklich ja, auf eure Mist gewachsen? Der Charterfolg ist mit Sicherheit auch AFMs Verdienst. Also wir sind bei AFM sehr gut aufgehoben. Also ich finde, das ist unser ideales Label, weil das ist so ein Label von Fans für Fans. Und wir sind absolut einer, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, einer ihrer Lieblingsacts, weil sie wirklich sämtliche Power und sämtliche Motivation in uns stecken und auch wirklich viel getan haben für uns und es immer noch tun. Dass die Platte erwachsener klingt, das ist auf unseren Mist gewachsen, weil wir uns einfach, bevor wir die Platte geschrieben und produziert haben, hingesetzt haben und nur über Musik gesprochen haben, bevor wir überhaupt was gespielt haben oder geschrieben haben. Und wir haben uns einfach gefragt, was ist Kiss & Dynamite, wofür stehen wir, wo wollen wir hin? Und wir haben ganz klar alle einstimmig gesagt, das Sleaze-Ding ist das Kiss & Dynamite-Ding. Aber, neu übersetzt, wir wollen ja keine Abklatschband oder keine Kopieband sein aus den 80ern. Und deswegen klingt das Zeug auch alles viel ruppiger, nicht so cheesy, wie man das aus den 80ern kennt, sondern viel ruppiger und mit einem härteren Sound, mit einem Heavy-Metal-Sound gewandt. Und da sind wir auch beim Hauptpunkt von der neuen Platte. Also ich finde,
und wir finden, wir haben sogar so eine Art neuen Stil erfunden oder geprägt, und zwar Sleaze Metal. Das ist nämlich zu hart, als dass du Sleaze Rock nennen kannst oder Glam Rock, schon gar nicht. Ja, mir hat es riesen Spaß gemacht. Hannes, Ande. Danke. Wobei, apropos Authentizität. Jetzt muss ich noch. Authentizität. Der Name Hannes, der steht ja nicht wirklich für Rock'n'Roll, aber ich finde es cool, dass du gesagt hast, ich behalte den Namen bei. Es ist kein schrecklicher Name, das will ich ja nicht damit sagen, aber man denkt schon, Rock'n'Roller, Hannes? Ja, ich meine, was soll das? Ich meine, es ist schon cool, wenn man irgendwie einen englisch klingenden Namen hat, aber dann musst du auch, finde ich, ein Engländer oder ein Ami sein, weil das ist das Thema, das ich vorhin angesprochen habe, Authentizität. Also, ich bin deutsch, also habe ich auch einen deutschen Namen. Und Hannes ist irgendwie kultig, ich finde das geil. Also mir gefällt mein Name. Jim, by the way, heißt wirklich Jim. Das steht in seinem Ausweis drin. Er heißt wirklich Jim, das ist kein Spitzname oder kein Künstlername. Wir heißen alle so, wie wir heißen. Und das ist auch ein Stück weit Ehrlichkeit und Bodenständigkeit auch, kann man sagen. Also wir verstecken uns nicht hinter irgendeiner Maskerade und einem anderen Namen oder so. Wir sind die, die wir sind. Und wir spielen das nicht. Wir sind so. Wir sind so durchgeknallt. Genau. Okay, wie gesagt, vielen Dank nochmal an euch, Hannes. Danke, Stefan. Ande. Stefan, ich wollte noch eins sagen. Titten. Titten. Ja, klar. Tschüss. Usa. Ciao, mach's gut. Liebe Leser, und die beiden haben uns noch eins zu sagen. Birth is hard. Life is harder. Death is heavy.